Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. Vor ein paar Tagen kam ein neues Update, ein sehr, sehr großes Update, wie ich finde. Es soll auch ein bisschen mehr Story reinbringen, hat viele neue, nicht unbedingt Mechaniken, aber ja, ich nenne es mal Mechaniken reingebracht. Viele neue Sachen zum Craften. Ich werde nicht alles in dieser Folge bereden können. Ich habe die Patch Notes gelesen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken mal, wann wir was in welcher Folge machen. Zuerst mal gibt es eine neue Stage. Ich weiß nicht mehr, wie es vorher aussah. Das müsste ich gucken. Wir haben jetzt Atmosphäre. Bedeutet, wir können... Ich weiß leider nicht, ab welcher TTI-Stufe das ist. Das weiß ich leider nicht. Aber ihr seht schon, links unten habe ich so ein komisches Zeichen. Das bedeutet einfach, wir können hier frei atmen, ohne dass uns die Luft ausgeht. Finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und wenn es erst ab, was weiß ich, wie viel ein TTI ist, dann ist es auch okay, finde ich. Dass sie das gemacht haben. Und ich muss jetzt keine Angst mehr haben, wenn ich irgendwo rumsuche. Das ist voll cool. Ich habe aber Hunger. So. Ich gucke mir mal, wie immer, erst meine ganzen Baupläne durch. Hallo? Soll auch neue Larven geben, beziehungsweise halt Schmetterlingsarten. Mein Inventar ist total leer. Was habe ich denn getan in den letzten... Das ist schon wieder ein bisschen her, seit den letzten Folgen. Die sind, glaube ich, neu, ne? Die macht man mit dem Mutagen T2. Da habe ich schon ein bisschen reingelurrt. Und zwar können wir jetzt hier... Beziehungsweise, Moment. Wir machen es erstmal anders. Wir haben doch bestimmt noch Baupläne hier. Ich bin mir jetzt ja ganz ehrlich nicht sicher, wie viele... Sachen hinzukamen, wo wir einen Bauplan benötigen. Das werden wir aber gleich sehen. Mikrochip-Konstruktionsmenüfilter. Was? Was war das jetzt für ein langes Wort? Meinen die den Luftfilter? Ich habe gelesen, dass man, bevor man diese Stufe jetzt hat, man sich schon irgendwas craften kann, womit man... ein bisschen mehr Sauerstoff hat. Das wird der wahrscheinlich sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, können wir uns reduziert den Sauerstoffverbrauch je nach Terraformationsstufe. Ich meine, wir können uns ja den mal machen. Oder? Mich würde es interessieren, ob die Zahl hier unten hochgeht. Oder ob das nur langsamer zurückgeht. Wenn es damit verbunden ist. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles... Jetpack T3, das müssten wir alles haben. Hier gibt es aber einen neuen Stab. Es gibt einen Osmium-Stab. Der kam auf jeden Fall neu hinzu. Okay, und keine weiteren mehr. Okay. Dann haben wir das auch schon. Es gibt neue... Extraktoren. Und zwar kann man bei denen wählen, was man haben möchte. Die werden wir uns auch angucken. Die sind hier. Da kann man dann wählen. Also vermutlich, ich habe es noch nicht getestet, wahrscheinlich wirst du sagen können, okay, ich will jetzt aus dem da nur Zeolit bekommen oder nur Osmium oder was weiß ich. Also ich denke mal, dass es so sein wird. Aber da steht eine kleine Kiste. Wieso haben die da eine kleine Kiste hingemacht? Finde ich nicht gut. Hier haben wir ein paar Sachen. Wir haben neu die Heizung T5. Die Insektenverteilerrakete. 1000% gibt die auch. Und ein Bohrer T5. Aber ich glaube, für die brauchten wir diesen neuen Stab. Und Mutagen T2. Und einen neuen Bohrer haben wir. Das sind vermutlich diese beiden neuen Larven.
Und wir haben jetzt halt einen Pilzbaumsamen. Da können wir auch mal gucken, wie man den herstellt. Wenn wir hier bei 50 sind, dann können wir das Mutagen T2 herstellen. Bienenstock T2 und Schmetterlingsfarm T2. Da müssen wir halt das dann noch ein bisschen hoch treiben. Ich weiß gerade gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich würde mir mal die Rakete schnell mal angucken, ob das tatsächlich so ist. Ich habe jetzt nicht viel gemacht, ne? Und ich habe schon wieder ein bisschen Durst. Das ist ja verrückt. Meine Bohrer da hinten. Ja. Das sieht nicht schön aus, ist aber selten. Die hatten wir ja schon. Und die hier, Insektenverteilrakete. Ja, so ein Stab, Mutagen und diese drei Larven. Ich meine, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Nur wir müssen halt das Mutagen freischalten. Ich werde wahrscheinlich so eine Neumitteilung. Ich werde wahrscheinlich so einen neuen T3-Extraktor bauen. Ich werde aber davon nicht viele bauen, wahrscheinlich, weil ich habe ja jetzt halt schon das Problem, dass ich mit den Ressourcen, die da bei den jetzigen rauskommen, viel zu viel habe. Von daher, ich meine, vielleicht wird sich's ein bisschen verändern wegen diesem Stab hier. Aber wir können ja mal gucken. Was wollte ich gerade machen? Ach so, neue Mitteilung. Moment. Da fehlen uns eh noch ein paar. Das war die von letztens noch, oder? Und das sind. Wieso habe ich jetzt das Senioren gelesen? Unsere Sensoren haben festgestellt, dass die Bedingungen auf ihrem Planeten die Erscheinung wilder Larven an der Oberfläche zulassen sollten. Verwende diese Larven im Inkubator, um endemische Bienen- und Schmetterlingsarten zu züchten. Diese Arten werden benötigt, um deine Mission zu erfüllen und die Geschwindigkeit deines Terraforming-Prozesses zu erhöhen. Du wirst genau beobachtet. Wir möchten sie daran erinnern, dass sie das Kommunikationsgerät nicht verwenden sollten, um mit jemand anderem als Sentinel Corp Kontakt aufzunehmen. Gibt es denn überhaupt jemand anderen noch, mit dem ich Kontakt aufnehmen könnte? Die kam wahrscheinlich beim letzten Mal schon und ich habe sie einfach nicht gelesen. Und die kam wahrscheinlich jetzt gerade. Ich habe einen tiefen Scan des Planeten durchgeführt und irgendetwas stimmt nicht. Ich erhalte seltsame geologische Signaturen und inkohärente topografische Daten in der Nähe Ihres Standortes. Versuchen Sie, an diesen Ort zu gelangen. Das muss ich mir aufschreiben. Moment kurz. 248, 42 und 93. Verwenden Sie die untere linke Ecke Ihrer Benutzeroberfläche, um sich zurechtzufinden. Ja. Okay. Und da ist was. Da würde ich sagen, haben wir doch schon mal Ziel, oder? Wollen wir da heute mal hingehen? Ist das hier, wo das angezeigt ist? Was ist das da hier? Seht ihr das? Warte, ich muss kurz mal trinken. Seht ihr das? Ist was angezeigt. Ich wollte gerade meine Map aufmachen. Hallo. Warte. Ich schaue Richtung Wasser. Nee. Warte. Das da hinten. Beim Wasserfall. Da würde ich sagen, haben wir doch eine Mission, oder? Dann würde ich sagen, das, was wir bauen können und so weiter, können wir uns ja dann beim nächsten Mal angucken. Mich interessiert jetzt ja, was hier ist. Nehmen wir jetzt noch was zu futtern mit.
muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Ich nehme jetzt halt einfach mal das, damit ich weiß, dass ich schon besseres Futter machen kann, auch mit diesem Bienenzeug, aber ich nehme jetzt einfach das damit. Wir haben einen Teleporter dahin. Vielleicht gibt es hier auch was Neues. Das ist unten. Warte mal. War das das unten? Das ist immer voll komisch. Ich habe noch so im Hinterkopf, oh, du musst aufpassen wegen deinem Sauerstoff. Das muss ich mir ja noch mehr merken. Ist hier, war das vorher hier auch schon? Ich weiß, dass was da war, aber ich weiß nicht. Konnte man hier nochmal Fotos machen? Das sieht mir so schlecht. Wollte ich ein schönes Foto machen. Kann ich auch Fotos machen ohne hier? Warte mal. Muss ich mir das auch aufschreiben oder markiert es? Das ist markiert, oder? Und der Schlüssel der Wächter. Dieses seltsame Gerät scheint verwendet zu werden, um einen Mechanismus zu öffnen. Warte, ich muss mir aufschreiben. Aber das sind Minuszahlen jetzt, ne? Da, wo ich jetzt bin, das sind nicht diese Koordinaten. Ich meine, klar, Minuszahlen, weil ich halt unten bin, ne? Ist mir klar. Aber ich habe mir die zweiten auch mal rausgeschrieben. Wow. War das Zeichen schon vorher da, bevor ich... Das geht auch nicht weg. Ich wollte die mitnehmen. Okay. Also wir müssen aber... die Minuszahlen. Die müssen hier... Die müssen ja hier unten irgendwo sein. Also das vordere ist minus 464. Wir gehen einfach mal kurz in die Richtung. Ich sehe keine weitere Markierung. Ich muss mich ab und an mal muten, weil ich immer noch ein bisschen krank bin. Gibt es eigentlich so neue Larven zum Finden? Also jetzt ja keine bunten, sondern seltene, ungewöhnliche. Vielleicht so. Was ist das? Ein Foto machen, es tut mir leid. Dieses Kobalt? Das ist...
Kann ich das wieder rausnehmen? Ich muss kurz was testen. Ich kann das nicht mehr rausnehmen. Es ist locked. Schade. Aber war das hier? Warte mal, 400... 64? Nee. Warte. 40, 97. Das ist hier, ist es hier irgendwo in der Nähe, aber ich glaube, es ist nur so eine grobe Angabe, weil es ist schon hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich hier durch sollte, aber hey, hey, Gott sei Dank haben wir Infinite, muss ich hier auf was achten? Boah. Boah, witzig wäre es, wenn hier Fallen... halt witzig. Witzig wäre es, wenn es hier Fallen gäbe. Muss ich hier auf was achten, wenn ich... Wenn ihr mir jetzt hier mit dem Labyrinth kommt, ne? Ich habe schon gesehen, dass ich hier was steht. Ich will kurz mal rumgucken. Oh Gott. Okay, also hier geht es jeweils an den Seiten zurück. Hier ist eine Tafel, hier drüben ist eine Tafel und hier kam ich her, ne? Okay, ich habe meine Orientierung noch. Alles klar, dann geh erstmal hier rüber. Ich habe Durst. Oh Gott. Okay. Ich habe euch das jetzt mal mitlesen lassen, weil viel Lesen tut meinem Hals noch weh. Lesen wir das auch mal. Okay, also hier erfahren wir ein kleines bisschen mehr über die Geschichte. Ich muss kurz mal trinken. Ich hätte mir was mitnehmen sollen. Links und rechts war ich jetzt hier schon. Jetzt muss ich hier so abbiegen. Warte, ich muss aufschreiben. So. Sieht cool aus.
Werte, Alter. Ich hoffe, da geht nichts zu, wenn ich das jetzt rausnehme. Wieso kann ich die einfach rausnehmen? Hallo? Wo bin ich denn? Ach du meine Güte. Bin ich tot, wenn ich hier runterfalle? Ich würde gern wissen, wo ich gerade bin. Also halt, von oben gesehen. Ich glaube, ich muss hier noch was anders machen, bevor ich hier weiterkomme, weil ich glaube nicht, dass ich hier runter kann. Oh mein Gott. Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo weiterkomme. Deswegen würde ich jetzt erstmal woanders hingehen. Weil ich habe hier jetzt auch nichts mehr gesehen, wo ich was reinstecken kann. Aber hier kommen wir bestimmt. Ich meine, ich könnte mit dem Ding hier schon irgendwie rüberfliegen, aber. Nee, kann ich nicht. Ich kann hier nicht fliegen. Einmal können wir es versuchen, aber nee, ich traue mich nicht. Ich kann hier nicht fliegen. Ich kann nur hüpfen. Okay. Gehen wir wieder raus? Es gab doch noch diese riesige Tür da bei diesem Obsidian-Dingens da. Obsidian. Ja, Bianca, Obsidian. Bei diesem Legierungsdingens. Da könnten wir vielleicht noch mal hingucken. Da schon immer Pilz von der Decke gewachsen? War das hier eigentlich mit dem ersten Ding? Ja, ne? Aber hier muss ich jetzt nichts mehr reinmachen, oder? Das brauche ich für woanders. Ich habe ja noch Koordinaten. Die können wir mal gucken. Wir haben noch, aber das sind zwei Plus-Koordinaten, also keine hier unten. Wir gehen mal zur Legierung, eventuell ist es ja zufällig einer. Na, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ist das laut. Jetzt kann ich fliegen. Ah, falsch. Oh Gott, hier drin verlaufe ich mich doch. Laut. Ich weiß nicht, was ich finde. Ich tue erstmal meine Larvenheim. Hier war der Ausgang. Und vielleicht hat ja bis dahin der Regen aufgehört. Es ist so laut. Das macht voll Spaß, das zu entdecken. Insekten haben wir schon bei 40, das ist gut. Was mussten wir nochmal machen? Wir mussten doch irgendwas hochtreiben, oder? Kann ich das denn schon vom Ding her? Wo hatte ich denn die mit drin? Hatte ich die irgendwo mit drin? Ich mach die mal. Ach ja. Warte mal kurz. Pflanzenrakete. Nee, ich kann die Insekten nur hochtreiben, wenn ich
so Dinger hier baue. Oh, ich wollte den Baum kurz angucken. Warte mal, das können wir kurz noch machen. Da habe ich das andere schon geteasert und mache nicht weiter. Das ist auch fies, ne? Nee. Ein Baumrinde und die zwei Mutagen-Sorten. Ja, okay, wenn wir dann bald Mutagen haben, dann können wir das ja machen. Wie viel Mutagen habe ich denn noch? Ich hatte da ja immer viel produziert, aber nicht mehr. Ne, okay, es geht noch. Ich weiß gar nicht, wie mein Vorrat aussieht. Also, ich brauche den eigentlich fast wirklich nicht, ne, weil der ist halt. Könnten ein paar von denen. Warte mal, habe ich hier überall Schwefel dran? Wie viel brauche ich? 9, oder? War Steuerung. Ich muss Steuerung und Shift noch lernen. Warte mal, wie heißen die Schränke hier unten? Stäbe. Habe ich auch Legierung, Stäbe? Nee, ne? Die habe ich hier mit drin. Weil kein Platz mehr war. Was braucht eigentlich die Heizung? T5. Und 3 Iridium und 3 Schwarzpulver und 3 Superlegierung. Und der Bohrer? Oh Gott, sieht er aus. 2 Superlegierungen und ein Osmiumstab. Ja. Die werden wir auf jeden Fall dann mal bauen. Aber jetzt nicht heute. Was bist du? Ah, stimmt. Es gibt einen Autobauer, der die Ressourcen in einem bestimmten Umkreis. Das können wir mal machen. Irgendwie hört sich Autobauer so. Wir können das ja. Das ist zwar jetzt halt doof, dass ich das geteasert habe, aber dann haben wir was. Vielleicht. Ein größeres für die nächste Folge. Dann können wir das heute noch bauen. No, ich kann nicht mal alle mitnehmen. Okay. Was brauchten wir dafür noch? Aluminium? Was brauchte ich dafür in die Mitte? Aluminium. 1, 2, warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hatte ich hier noch einen Überschussschrank von Aluminium? Oh, hier habe ich sogar noch Stäbe. Das ist natürlich. Ne, wir nehmen jetzt ja die, weil das ist eh schon voll. Also wir machen neue, weil die würden ihn nicht mehr in den Schrank reinpassen. So, was wollte ich bauen, den da, ne? Osmium. Osmium. 2 Osmium. Jung. Ich weiß aber nicht, was ich mit diesem Bauer bauen soll. Wir bauen ihn halt, dass ich ihn mal habe. Aber im Endeffekt muss ich nichts wirklich Auto bauen. Achso. Wüsste ich jetzt nicht. Der Autobauer. Vor allem, wo mache ich den hin? Ich mache ihn einfach mal hinten, dass ich ihn habe. Der macht zwar hier überhaupt keinen Sinn. Vielleicht setze ich ihn später nochmal um oder so. Machen wir ihn hier hin? Na, hier hat aber auch total wenig Sinn. Ich mache ihn einfach jetzt mal hier hin. Wie gesagt, hat keinen Sinn, aber. Ich habe gerade keine andere. Okay. Und hier sieht man den
Reis, wo es sich pullt wahrscheinlich. Du meine Güte. Hier sieht man die ganzen Schränke, auf die, die er Zugriff hat. Wählen Sie ein Rezept aus, um es automatisch herzustellen. Ach du. Und dann ist es hier unten in dem Ding. Dann greift der auch auf. Der greift auch auf die Züchter zu. Wir können ja rein aus Ding Modesta nehmen. Ich glaube, das wird er nicht machen können, weil es ist nur wohl im Hinteren, der hat mehrere Ringe. Ich weiß halt nicht, ob der wirklich automatisch... Ja, Wasserflaschen wird er keine haben. Wasserflaschen wird er keine haben. Ich überlege gerade, was wir noch herstellen können. Eigentlich muss ich jetzt nichts herstellen lassen. Mal guck, es würde gehen. Würde tatsächlich gehen, aber das ist Schwachsinn, das mache ich jetzt noch. Ich brauche das ja eigentlich nicht. Also kein Legierungszeug. Deswegen hoch. Aber es würde funktionieren. Es würde auf jeden Fall funktionieren. Dann könnte man das Lager ja irgendwie dann, also wenn man das dann schon vorher weiß, so machen, dass es halt ein bisschen optimieren. Wenn man jetzt weiß, huch, Entschuldigung. Wenn man jetzt halt weiß, okay, es gibt so ein Teil. Das ist natürlich cool. Waren hier immer, wo hatte ich den Sauerstoff gelagert? Weiß das noch jemand? Hatte ich überhaupt noch einen Sauerstoff? Ja. Es wird dunkel. Könnte mir rein theoretisch... Warte mal. Müsste mir auf der Map irgendwie zeigen lassen, wo ich überall Honig verbaut habe. Hier war mal ein Baum, der ist weg. Wahrscheinlich habe ich da was neu gesetzt. Hier war mal ein Baum. Hallo? Hallo? Was brauchte man noch alles für das? Ja, aber da wird alles voll. Warte mal. Muss ich mal damit rein. Wieso bin ich immer so ein Messi und heb alles auf, was ich finde? Warte. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Ich glaube, das war so, ne? Du brauchst noch 3 Stück. 1, 2, 3. Hier mussten wir das, glaube ich, machen, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo habe. Hier. Ich nehme einfach mal 3 mit. Ich sollte vielleicht auch Wasser mitnehmen. Wer weiß, ob es da wirklich Wasser gibt. So viel Wasser jetzt nicht unbedingt, aber das können wir ja oben einlagern. Hallo. Njung.
Nein, Bianca, lass die Raupe liegen. Raupe. Larve. Die Raupenlarve. Oh, ich habe keinen Platz mehr für Wasser. Ja. Jetzt habe ich einfach ein zu gut gefülltes Lager. Ich hau jetzt der Tee mit rein. Warte mal, ich nehme mal 1, 2, 3 mit. So, und dann würde ich sagen, gehen wir aber in der nächsten Folge los. Ich weiß, es ist ein super fieser Cliffhanger, aber wir haben gerade so eine schöne Länge. Wow. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann in der nächsten Folge zu diesem Tor. Kann ja schon mal hingehen. Legierung. Hallo. Wir mussten irgendwie hier runter, dann irgendwie hier rum und hier ging es nicht weiter, deswegen mussten wir noch weiter außen rum. Und hier war das schon, siehst du? Oh, guck mal, wie das sparkelt. Voll schön. Mag das voll. Und dann würde ich sagen, geht's hier dann in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was noch so alles kommt. Ich bin voll auf die Story gespannt, wie weit die schon ist. Wir haben ja heute schon ein bisschen kleine Teile mitbekommen. Sorry, dass ich das nicht vorlesen konnte, aber das ist für meine Stimme gerade wirklich ein bisschen schwierig, so viel zu lesen. Mal gucken, was uns da jetzt hat, erwartet. Und ich bin noch so gespannt auf die ganzen neuen Sachen, die wir bauen können und so weiter. Also es kommt noch sehr, sehr vieles hinzu. Und ich bin gespannt, was hinter dieser Wand ist. Eventuell wird es ja gar nicht so schick, aber... Das hat sich, glaube ich, jeder gefragt. Von daher geht es dann hier in der nächsten Folge weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao.